Hallo und Tag alle miteinander. Wir sind, wie ihr sehen könnt, auf Höhenmeter 52. Höhenmeter 52 und es ist nicht die Halde Haniel. Preisfrage, wer weiß, wo wir sind. Na, kleiner Hinweis. Habt ihr das schon erraten? Höhenmeter 70. Ja, ich glaube, so langsam wird klar, wo wir sind, oder? Ich glaube, jetzt können wir es überhaupt nicht mehr länger verheimlichen. Wir sind am Tetraeder in Bottrop. Für mich eine der spannendsten und spektakulärsten Landmarken hier in der Region. Mit Tiger and Turtle auf dem Magic Mountain in Duisburg am Angerberg. Und da soll mal einer sagen, im Pott kannst du nicht wandern. Doch, ganz lang. Die letzten Meter, die letzten Stufen. Herrlich. Jo, ja, das ist schön hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, wer zählt mit? Ich glaube, ich gehe noch mal runter. Ich hoffe mal, ein Filius hat mitgezählt. Also 176 Stufen hat der Junge gezählt. Wir sind aber noch nicht ganz oben. So, Stufe 200 haben wir überschritten. 210. Definitiv eines der wirklich spektakulärsten Bauwerke oder ja, Landmarken, die wirklich weithin in der Region sichtbar sind und ja auch diese ganze Geometrie und ja, diese Freiheit und ja, schlichtweg die Höhe. Das ist überwältigend, definitiv. Und genau hier kommt wieder meine latente Höhenangst durch. Ja, liebe Freunde, das is ist es nun, der Tetraeder in Bottrop. Also Ferien, Urlaub, Freizeit, Wochenende, scheißegal, es ist irgendwie immer Haldenzeit. Und ja, Wetter ist ideal, kann besser gar nicht sein. 20 Grad, windstill, kein Regen, leichte Bewölkung, wie man sieht. Ist wirklich imposant, absolut, absolut. Wir sind übrigens auf Höhenmeter 136 und da schwebt gerade eben eine Drohne an mir vorbei. Also wer im Urlaub oder in den Ferien noch nichts vorhat, ich würde Haldenhügel-Hopping empfehlen und die Landmarken abzuklappern bei uns im Pott. Schön eine Halde nach der anderen und
Fotos machen nicht vergessen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Strömi von Pottananda.